Hallo zusammen, hier ist der bärtige Björn und ich begrüße euch recht herzlich zur zweiten Woche der NBA 2K13 Association mit den Denver Nuggets. Letzte Woche haben wir vor allem gegen die Miami Heat wirklich gut gestartet in die Saison und diese Woche wollen wir das natürlich fortsetzen. Es stehen vier Spiele auf dem Plan, erstmal gegen die Pistons, dann die Rockets, dann noch am Ende der Woche die Jazz und die Golden State Warriors zum Abschluss. Also ich würde sagen, fangen wir gleich an, verlieren wir keine Zeit, rein ins erste Spiel. Und dieses erste Spiel der Woche ist gegen die Detroit Pistons, die ebenfalls zwei ihrer ersten drei Spiele gewonnen haben. Aber die Nuggets wollen natürlich ihren Homecourt zum ersten Mal im Jahr verteidigen. Zuerst sind es aber die Pistons im Angriff. Chauncey Billups raus auf Jennings, der seinen ersten Wurf des Jahres nimmt, verwirft. Und Greg Monroe haut das Ding zurück in den Korb. Du bleibst da drin. Erstmal ein Ausrufezeichen hier. Und die Pistons machen gleich weiter. Josh Smith auf Brandon Jennings, die beiden Neuzugänge. Und diesmal trifft er. Die Pistons haben einen neuen Kader und wollen beweisen, dass der leistungsfähig ist. Hier ist Kyle Singler, der ist schon etwas länger beim Team, geht über den Pick und jetzt geht die Shotclock runter, er muss werfen und der Dreier ist drin. Der Führungsausbau, 23 zu 9, jetzt ist es doch eine deutliche Führung und natürlich lassen sich die Nuggets daheim nicht so leicht einschüchtern. Hier ist es Lawson auf Fareed mit dem Mega-Dunk and one, mit dem Foul einfach mal das Ding auf den Kopf drauf gehämmert. Jetzt sind wieder die Pistons, Alley-oop, Fehlschlag und die Nuggets sind so schnell im Angriff, das ist Ty Lawson und der gibt einen wunderschönen Bounce-Pass durch die zwei Verteidiger auf JJ Hickson, der das Ding da rein semmelt wie noch was. Jetzt ist wieder Kyle Singler über die beiden Picks und der geht auf Chauncey Billups und der macht seinen ersten Dreier, wir sind schon im dritten Viertel und der lief jetzt richtig heiß. Das ist nicht das letzte Mal, dass wir einen Dreier sehen werden, hier gleich der nächste. Vier Dreier haut der im dritten Viertel rein und reißt dieses Spiel weit auf. Gleich wieder die Pistons hier, diesmal ist er als Passgeber zuständig. Hinter ihm kommt Brandon Jennings und bleibt in der Dreierlinie stehen und versenkt das Ding hier gleich. Die Pistons dominieren ab dem dritten Viertel und die Nuggets kommen nicht mehr zurück ins Spiel. Verlieren das Spiel 116 zu 108 und Greg Monroe ist Spieler der Partie. Chauncey Billups mit 32 Punkten, der höchste Scorer. Im zweiten Spiel der Woche standen die Houston Rockets auf dem Plan und die haben sich mit Dwight Howard natürlich bekanntermaßen extrem verstärkt über die Offseason. Jetzt sind sie wirklich Titelkandidaten für schon viele Leute. 1 zu 2 ist bisher ihr Rekord in dieser neuen Saison, ist noch etwas durchwachsen, aber hey, die Saison ist lang, 82 Spiele sind es ja insgesamt. James Harden weiß das und legt gleich mal ordentlich los. Hier ein wunderbarer Dreier, aber nicht er dominierte die Nuggets. Nein, vor allem Dwight Howard, der hier gerade reingeflogen kommt, machte wirklich, was er wollte mit den Denver Nuggets. Besonders das erste Viertel dominierte er nach Belieben und das auch deswegen, weil ihn seine Mitleute einfach immer wieder fanden. Die werfen das Ding irgendwo Richtung Korb und er kommt reingeflogen und schmeißt das Ding in den Ring hier von James Harden. Der passt und jetzt später ist es dann Jeremy Lin, der den völlig freien Dwight Howard einfach mal hoch anspielt und der versenkt das Teil wieder im Korb. Die Rockets führen extrem hoch nach dem ersten Viertel und ein Mann macht es sich zur Aufgabe, diesen Rückstand aufzuholen. Das war Nate Robinson. Hier zieht er am Pick vorbei und mit einem Dunk einfach durch alle Leute durch, tut er 1,75 Meter Winzling mal ein echtes Highlight raus und für die Nuggets. Und der holte diesen Rückstand tatsächlich auf. Nate Robinson, man kann wirklich sagen, im Alleingang holt er das auf. 17 Punkte für ihn im zweiten Viertel. Das ist eine Wahnsinnszahl. Hier haut er mal ein paar hübsche Moves raus. Crossover nach Crossover und dann ein Monster-Dunk. Wer jetzt aber dachte, dass das Highlight des Spiels ist, nee, falsch geraten. Hier holt sich Nate Robinson den Steal und der packt dann den Alley-Oop-Boss auf Kenneth Fareed mit dem 360-Dunk. Das ist ein Monster-Ding. Das Highlight des Spiels ohne jede Frage, aber hey, die Rockets lassen sich davon nicht beeindrucken. Chandler Parsons haut hier den Dreier rein, dann später ist es wieder Jeremy Lin, der völlig frei den Alley-Oop raushaut, wieder auf Dwight Howard. Und am Ende gewinnen die Houston Rockets hier das Spiel auch. Das nehme ich euch jetzt schon mal vorweg. Hier ist es jetzt nochmal James Harden wieder raus auf Chandler Parsons. Nächster Dreier. Und die Rockets dominieren die Denver Nuggets. Leider. 114 zu 106. Spieler der Partie Jeremy Lin. Diese Partie geht an die Houston Rockets. Und nach diesen zwei Niederlagen entschied man sich in Denver früh etwas am Kader zu verändern. Es geschahen zwei Trades in dieser Woche nach diesem zweiten Spiel gegen die Houston Rockets. Wir fangen mal an mit Andre Miller. Der wurde getradet. Natürlich auch deshalb, weil er selber nicht so glücklich war in Denver. Er wurde getradet für Tony Allen, der wahrscheinlich beste Wing Defender der ganzen Liga. Das ist ein wichtiges Upgrade. Jetzt hat man wirklich jemanden, der die Superstars dieser Liga verteidigen kann. Der zweite Trade war dann für Randy Foy. Der war unglücklich, weil er für Tony Allen auf die Bank gehen musste. Deswegen wurde er auch getradet. Und rein kam Green. Der ist da etwas besser in dieser Rolle. Und wir hoffen mal, dass der zufriedener bleibt als Randy Foy.
Und damit gehen wir jetzt ins dritte Spiel der Woche und Kenneth Faried freut sich offensichtlich auf diesen Gegner. Sie heißen Utah Jazz, 2 Siege, 3 Niederlagen bisher in der Saison und ein Kader, der nicht wirklich stabil ist. Sehr viele junge Leute und das kommt natürlich perfekt für diese 2 Neuzugänge. Und Danny Green nutzt die Situation gleich mal aus. Pumpfake an der Baseline entlang und dann dieser Dunk. Dafür ist er nicht bekannt und Gordon Hayward hat das offensichtlich auch nicht erwartet. Aber hey, wenn der 3-Punkte-Spezialist das auch kann, dann wird das in Denver natürlich gerne gesehen. Und Tony Allen hat gesehen, wie Daniel Green hier schon gefeiert wird und da will er sich gleich mal anschließen. Hier mit dem Spin-Move und dann dem And-One-Dunk. Beide Leute sind jetzt schon hier beliebt, wie als würden sie seit 5 Jahren für dieses Team spielen. Und das freut natürlich alle Angehörigen. Die Nuggets dominieren dieses Spiel, schaffen es aber nicht wirklich wegzuziehen. Hier sind die Jazz mit dem Fehlwurf, wieder die Nuggets mit dem Fast Break. Dafür hat man Daniel Green geholt. Hier genau für diese Situation. Dreier von der Bank auswerfen. Das kann er, dafür ist er bekannt und dafür hat man ihn geholt. Aber immer noch sind die Jazz dran an den Denver Nuggets. Nate Robinson mit dem End One hier nach dem schönen Crossover. Und jetzt ist es dann gleich Ty Lawson. Der packt einen Murder-Move aus. Wo ist der Verteidiger? Plötzlich ist er weg. Pull-Up-Jumper, schön versenkt und immer noch sind die Jazz im Spiel. Die Nuggets können sich einfach nicht lösen. Die Jazz unspektakulär, aber irgendwie schaffen sie es, in diesem Spiel zu bleiben. Hier jetzt mit dem Freiwurf, der geht daneben, schnell nach vorne, wie immer. Und dann kommt Daniel Green, da hinten sieht man ihn schon. Nächster Dreier, der hat ein starkes Spiel zum ersten, also sein erstes Spiel war ein starkes Spiel für die Denver Nuggets. Hier schon 8 Punkte, hier ist es Nate Robinson, zieht zum Korb, wird blockiert, Pass rein, Pass wieder raus, holen wir uns den nächsten Pick, würde ich sagen. Dann zieht er zum Korb und genau deswegen sind die Jazz noch im Spiel. Genau deswegen. Richard Jefferson haut das Ding in die zweite Reihe des Publikums. Genau mit solchen Aktionen sind sie im Spiel geblieben. Offensiv unspektakulär und oft auch mit Fehlern. Der junge Kader schafft es am Ende nicht mehr gegenzuhalten. Nate Robinson und Co. dominieren die letzten Minuten. Hier Ty Lawson mit ein paar netten Crossover. Und plötzlich liegt der Kerl am Boden. Kenneth Faried sagt Danke und stopft das Ding in den Ring. Und Ty Lawson denkt sich am Ende jetzt noch, ach, wisst ihr was, machen wir noch einen Dreier selber. Die Nuggets ziehen davon und gewinnen dieses Spiel verdient. Die Jazz ohne Gegenwehr am Ende 101-92. Ty Lawson mit 21 Punkten und 6 Assists, Spieler der Partie. Für das letzte Spiel der Woche fuhren die Denver Nuggets bis raus, tief in den Westen, soweit es geht, nach San Francisco. Zu ihm hier Stephen Curry und seinen Golden State Warriors. Und jeder, der weiß, was letztes Jahr in der NBA passiert ist, weiß, die Nuggets haben noch eine Rechnung mit diesen Warriors offen. Die haben nämlich die Nuggets in der ersten Runde nach nur 6 Spielen aus den Playoffs geschossen. Und das wollten die Nuggets jetzt so gut es geht wieder reinwaschen. Hier fängt Danilo Gallinari gleich mal an, nach dem Assist von Ty Lawson, den völlig freien Dreier. Und jetzt gleich hier auf dem Fast Break kommt er unten rechts ins Bild und wird wieder viel zu freigelassen. Sagt dafür Dankeschön, 2. Dreier für ihn in diesem Spiel. Und die Nuggets wirklich von Sekunde 1 an dominierten die dieses Spiel. Die Warriors konnten offensiv überhaupt nichts machen. Hier ist es Ty Lawson, der sich den Ball einfach schnappt. Und dann natürlich der Dank am Ende dieses Fast Breaks. Eine Leichtigkeit ohne Verteidiger. Hier ist es jetzt gleich JaVale McGee, der ein wenig seines Frusts an den Warriors auslässt. Naja, genauer am Korb. Gleich geht's weiter mit Kenneth Faried mit dem Spin-Move. Nächster Dunk und dem And-One. Und jetzt geht's gleich noch mit dem nächsten Fast-Break weiter. Nochmal Nate Robinson. Da links läuft schon Kenneth Faried und der springt natürlich und holt sich den Ball. Alley-Oop. Die Nuggets machten, was sie wollten. Besonders ein Mann machte, was er wollte. Und das war Ty Lawson. Der war natürlich besonders getroffen von der Niederlage letzten Sommer. Und hier mal mit dem entspannten Layup nach dem wunderschönen Pick and Roll. Hier der nächste Pass von ihm. Der hat auch eine Menge Assists in diesem Spiel. Und dann ist er es hier gleich nochmal. Rechts raus, wieder auf Gallinari. Und das Spiel war deutlich. Braucht man nicht mehr dazu sagen. Totale Dominanz der Denver Nuggets. Am Ende ist das Ergebnis schöner, als es eigentlich sein müsste. 111-118 für die Denver Nuggets. Ty Lawson mit 32 Punkten und 16 Assists. Natürlich Spieler dieser Partie. Und zum Ende der Woche schauen wir uns noch schnell die Standings an. Im Westen sind es die Clippers vor den Lakers, Rockets und Nuggets. Und ganz unten im Keller der Western Conference sind es die Minnesota Timberwolves mit 0 Siegen und 6 Niederlagen. Im Osten hingegen die Chicago Bulls an der Spitze mit 6 Siegen und 0 Niederlagen. Und unten etwas überraschend dann die Miami Heat, Celtics, Sixers und auch die New York Knicks sind da unten im Keller vertreten. Etwas überraschend, wir schauen uns noch schnell die Einzelspielerstatistiken an. Bei den Punkten führt Kevin Durant, bei den Rebounds Al Horford und bei den Assists unser Mann Ty Lawson. Bis zur nächsten Woche. Nicht vergessen, stutzen und nicht rasieren.